Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Das Needful Things Paket steht mal wieder neben mir und der Kater, das kann ich schon mal zeigen, sitzt schon wieder on top und lässt sich hier begeistern, was hier drin so lecker duftet und schnuppert. Denn irgendetwas sehr Kräutiges düftelt tatsächlich. Bin sehr gespannt, was sich darin befindet. Ja, das Needful Things Paket macht, glaube ich, zum 7. Mal bei mir Halt. Ich habe euch auf jeden Fall die Staffelnummer in den Titel geschrieben. Und das Needful Things Paket enthält ja von Büchern über Düfte, über Beauty und allerlei andere Dinge ganz, ganz viel. Und wir sind ja ein wunderbarer Kreis an Frauen, die ja in einer festgelegten Reihenfolge das Paket wandern lassen und ich bin diesmal sehr gespannt, was sich darin befindet. Es ist wirklich riesig. Ich werde es jetzt tatsächlich dann wahrscheinlich auch in einem anderen Paket auf die Reise schicken, weil sehr stabil sieht das nicht mehr aus und mein Kater ist hier wirklich am Schnuppern und Düfteln. Schatzi, du musst bitte mal auf die andere Seite und ich bin sehr gespannt, was er hier so spannend findet. Das letzte Mal war es ja dieses Haargedöns. Dieser Haarreif, den er sehr toll fand. Ich bin sehr gespannt, was diesmal drin ist. Ich verlinke euch die Mädels unten in der Infobox, sowohl die YouTube-Kanäle und dann auch die Instagram-Kanäle. Wobei, ich glaube, wir haben nur noch eine Instagrammerin dabei, also nur in Anführungszeichen. Ich glaube, alle anderen sind videotechnisch auch dabei. Ja, das Büchlein von Anka ist mit dabei, wo wir ja immer so ein bisschen was mit reinschreiben und liebe Grüße in die Runde tragen. Das werde ich dann auf jeden Fall mal anschauen und ich bin hier schon sehr gespannt. Es ist wieder riesig, es ist wieder voll und ich sehe hier auch schon ein kleines Teilchen für mich. Ich glaube, das waren zwei Produkte, die von den Mädels, die ausgestiegen sind, noch drin waren. Genau, wo ich gesagt habe, ach ja, vielleicht nehme ich sie dann doch einfach. Und zwar habe ich mich einmal für den Kringle-Duft entschieden und einmal für die Gesichtspads von Evelyn. Die nutze ich nämlich selbst und ich finde, man kann nie genügend Wattepads sozusagen haben, weil so spare ich mir das Waschen sozusagen. Also kann immer mal länger mit dem Waschen der Wattepads warten, wenn ich da einfach ein paar mehr habe. Ja, da bin ich sehr happy, dass die zwei Sachen bei mir bleiben und ich... Immer wenn ich dieses Paket schaue, bin ich echt mehr als überfordert. Was haben wir hier? Eine Schleckmatte für Katzen, würde ich jetzt sagen, so von der Größe, weil die Schleckmatten für meinen Hund sehen ein bisschen anders aus. Und Schleckmatten nutzt man ja für Tiere sehr gerne, die sehr schlingend unterwegs sind. Beziehungsweise mag es zum Beispiel mein Hund sehr gerne, wenn ich ihm irgendwie eine Quark-Leberwurst-Käse-Mischung so ein bisschen einfriere im Sommer und er dann von dieser Schleckmatte das lecken kann. Für mich sieht die aber tatsächlich schon sehr eher für Katzen aus. Ich weiß gar nicht, wie meine Katzen das so fänden, weil sie von der Größe, also der Hund hätte die in 2 Minuten leer geschleckt, aber es ist ganz süß hier mit den Fischen und so Kreiseln. Ich überlege tatsächlich, ob das nicht doch vielleicht was für die Katzen wären. Mit Snacks befüllbar, Anti-Rutsch. Ich habe das tatsächlich noch nie bei meinen Katzen ausprobiert. Grundsätzlich finde ich das schon spannend. Wobei Katzen und Einfrieren, das sehe ich immer ein bisschen kritischer. Aber man könnte da ja tatsächlich so ein bisschen was Cremiges, wie zum Beispiel eine Leberwurst, drauf machen. Ich überlege mal. Ich glaube, das kommt mal auf dem Vielleicht-Stapel. Ja, dann Gärtnern im Einklang mit der Natur. Und zwar geht es da um die Permakultur. Damit habe ich mich tatsächlich noch nie irgendwie beschäftigt. Wir haben hier einen Hobbygärtner, Kreativität im eigenen Garten, doch wo anfangen? Permakultur hat, also ich glaube, da geht es ja wahrscheinlich auch, was denn die Vor- und Nachteile sind und Selbstversorger. Also ich habe zwar einen relativ großen Garten, bin aber so gemüsetechnisch nicht die mit dem grünen Daumen, außer Zucchini. Also die Zucchinis der letzten 2 Jahre, die waren wirklich bombastisch. Ich glaube eher nicht, dass das ein Buch für mich sein wird. Dann haben wir hier ein Adressbuch. Finde ich tatsächlich super süß von der Optik. Aber ich führe meine Adressen tatsächlich digital. Aber es ist von innen auch richtig cool. Also grundsätzlich gar nicht schlecht. Aber ja, brauche ich tatsächlich nicht. Aber hätte ich eine sehr coole Idee gefunden. Dann sieht das hier aus wie ein Notizbuch. Oh, sehr schön. Mit Elefanten. Finde ich richtig, richtig cool. Es ist weder liniert, noch kariert, noch gedottet. Ist natürlich echt schwierig. Was macht man mit so einem ganz weißen Buch? Aber ich mache mal vielleicht. Ich mache mal vielleicht. Sieht nämlich echt schön aus. Ja, dann haben wir hier was für die liebe Lisa. Das packe ich mal zur Seite. Dann, was haben wir hier? Wir haben hier Stifte. Schalcola Earth Color Series. Set of 8 Farben. Irgendwas Scharken und Schreiben.
Ja, also ich bin tatsächlich nicht so der, der so viele Stifte hat. Dementsprechend ist das eher nichts für mich. Ein Haarreif, ich überlege gerade mit den kurzen Haaren. Oh, vielleicht was für Weasley, der auch gerade kommt und schauen muss. Hat natürlich so ein bisschen 60s-Style, ne? Finde ich tatsächlich gar nicht schlecht. Gerade jetzt, wo die Haare noch so diese Mittelfarbe haben. Also ich würde ja gerne noch eine Spur heller werden. Ich weiß nicht, ich finde das... Ich lege das mal auf vielleicht. Nicht, dass ich es unbedingt brauchen würde, aber ich mache das mal auf vielleicht. Hat das mal auf vielleicht. Kommen hier schon... Hier kommen scheinbar Bücher. Ich glaube, das machen wir dann einfach später. Eine Kerze lächelt mich hier an in lila. Okay. Ja, also ich bin davon weggekommen, Kerzen als Deko-Objekt zu sehen, weil die wahnsinnig in der Regel einstauben, gerade mit meinem Holzkamin. Zeit für süßes Nichtstun, du kriegst die Kurve. Hypnotisch verschlungen und mache um. Ja, irgendwie lustig, aber eher nichts für mich. Dann ein kleiner Korkgeldbeutel und tatsächlich habe ich zwei kleine Korkgeldbeutel und in der Mitte ist so Hello Kitty mit, also finde ich total süß. Ist bestimmt selbst gemacht. Finde ich richtig schön. Also ich nutze die sehr gerne, weil ich im Sommer oftmals wirklich gerne einfach nur mit ein bisschen Geld unterwegs bin und manchmal auch dann den Schlüssel einfach vom Schlüsselbund abmache, den Wohnungsschlüssel oder den Autoschlüssel und den dann drin habe. Aber ich habe tatsächlich zwei wunderschöne Korkgeldbeutel. Ich brauche wahrscheinlich keinen dritten. Also ja, also ich bin auch jemand, der Kleingeld im Auto hat und dann einfach sowas benutzt. Eine Ankerkraut-Früchtetee-Mischung. Also Ankerkraut ja per se jetzt nicht mehr so gut, seit sie sich an Nestle verkauft haben. Ist das aber schon ein ganzes Stück her. Was haben wir hier? Magic Biscuit, Apfel, Brombeer, Hibiskus, Aronia, Heidelbeer, lecker, Goya-Beeren oder Goji, Buchu-Blätter, Kornblumen. Also ich liebe Tee und ich finde, Tee kann man nie genug haben. Ich kaufe so viel Tee. Ich glaube, dass mir diese Früchte-Tee-Mischung gefallen wird. Und ich finde das Glas tatsächlich auch sehr schön. Das, glaube ich, wird auf jeden Fall auch bleiben. Dann haben wir hier ein kleines Säckchen. Ach, Katzenspielzeug. Nach wie vor Katzenspielzeug. Ja, vielleicht muss ich meine Katze doch mal... Oh, das ist schon sehr... Das ist Katzenspielzeug, wirklich. Kein Hundespielzeug. Steht extra drauf, Katzenspielzeug. Also, wir haben wirklich so viel Katzenspielzeug. Das ist echt... nein. Ich bleibe da standhaft und gerade interessiert es auch keine Katze. Von daher, jo, was haben wir hier? Ah, das sind scheinbar Hörbücher. Okay. Ah, DVDs. Fluch der Karibik 1. Am Ende der Welt ist dann bestimmt 3. Und Fremde Gezeiten müsste ja dann der 4. sein. Ich habe die alle hier. Kann ich nur empfehlen, besonders Teil 1. Den liebe ich besonders. Teil 2 war so okay. Teil 3 ein bisschen besser. Ich glaube, bei Teil 4 war ich schon ziemlich genervt. Und ich glaube, Teil 5 habe ich dann nicht mal mehr im Kino gesehen, sondern dann irgendwann nur mal irgendwo zum Streamen und fand den überhaupt nicht mehr gut. Aber grundsätzlich wirklich eine tolle Reihe, aber ich habe die DVDs schon hier. Dann kommen wir zu einem wunderschönen Karton. Da riecht es auf jeden Fall sehr gut. Da ist so allerhand Kleinigkeiten drin. Port, Bonheur, Bon Humeur, My Little Box. Okay, ist das ein Armband, eine Kette? Okay. Jetzt habe ich auch noch verheddert hier. Ah, also eine Kette mit einer kleinen Perle und einer Sonne, Mond drauf. Ja, finde ich jetzt gar nicht schlecht, aber ja, ich habe tatsächlich eigentlich schon zu viel Schmuck. Hätte ich das gedacht. Dementsprechend nicht für mich. Vielleicht freut sich jemand, der weniger Schmuck hat. Dann haben wir Dresdner Essenz Under the Mistletoe Badeschaum. Bin ich so der größte Badeschäumer. Dann Here Comes the Sun Deep Cleansing Face Sheet Mask. Ich bin nicht der größte Fan von totaler Tiefenreinigung, weil das würde meine Haut zusätzlich noch so austrocknen. Dementsprechend ja ein Essilack, nichts für mich. Dann eine Peel-Off-Maske, funktioniert ähnlich nicht so gut bei mir. Dann eine Augen- und Lippenmaske. Also die Logik von der Lippenmaske, muss ich ehrlich sagen, hat sich mir auch noch nicht erschlossen. Dementsprechend darf das weiter. Oh, noch ein Tee. Tree of Tea. Oh, da hatte ich doch, glaube ich, in dieser Box schon mal 2 oder 3 kleine Packungen, die ich echt super fand. Organical Grow Peachy Chun. Früchtetee mit Pfirsich. Na, kann man nicht schnuppern. Aber ich würde sagen, Tee geht immer.
Dementsprechend auch vielleicht, finde ich gar nicht schlecht. Dann haben wir einen Sponge-Schwamm von Real Techniques. Also das ist so einer, um Foundation aufzutragen. Ich bin da nicht so der Fan von Schwämmen. Ich nutze eher tatsächlich Pinsel. Und ja, aber theoretisch finde ich das gut, weil man die ja doch immer mal auswechseln sollte. Aber nichts für mich und dann ein bisschen besser verpackt. Eine Palette von Douglas. Sehr schön optisch. Festive Nudes. Ja, Nudes. Also hier der Red Fatale finde ich schön, den hier. Aber sonst ist das so eine Palette, die mich jetzt leider nicht so anspricht. Sonst bin ich ja schon so ein Palettenfan. Aber ich bin nicht so der Rosé-tragende Mensch. Fände noch das Peach ganz schön. Ja, also leider nicht für mich, auch wenn ich grundsätzlich Paletten gegenüber sehr offen bin und sage, ja, bin ich da sehr gerne dabei und freue mich auch, wenn da ein bisschen was drin ist. Und ich glaube, wir hatten auch schon die ein oder anderen schönen Paletten, die hier mitgewandert sind. Aber ja, diesmal nichts aus der Beauty-Reihe. Allerdings habe ich mir ja einen Tee hier rausgenommen, warum auch immer der in dieser Box war. Ich finde eigentlich die Box auch so schön. The Art of Beauty. Muss mal überlegen, ob ich diese Box irgendwie umschlichte. Dann einen Beutel, der glaube ich auch eigentlich irgendwie ein Kissen ist, wenn man es aufpustet. Was haben wir hier drin? Was sehe ich hier? Tartex Senf Dill Brotaufstrich. Der bleibt hier. Ich bin an dem glaube ich schon 5-mal im Rossmann vorbeigelaufen. Ich habe das eine Mal nur irgendwas mit Rote Beete mitgenommen, der war lecker. Und irgendwann, ich habe noch mal einen anderen ausprobiert und ich fand die alle beide, die ich hatte, super lecker. Und die sind ja auch vegan und dementsprechend Saatenzauber, der cremig gemüsige Brotaufstrich mit wertvollen Saaten. Ach, da bin ich, also da muss man mich gar nicht fragen, da bin ich dabei. Dann, was haben wir hier? Veganes Hack auf Basis von Erbsen und Jackfruit. Also mit Jackfruit kann man mich immer so ein bisschen jagen. Aber ich würde sagen, man kann veganes Hack ja durchaus mal verwenden. Proteinreich, schnell und einfach. Der Beutel entspricht 500 Gramm Hack. Muss man das irgendwie special zubereiten? Ich glaube nicht. Also gerade mal in eine Bolognese zum Beispiel mag ich das tatsächlich ganz gerne. Für ein schnelles Sin Carne, okay. Aber was muss ich hier, also muss ich da irgendwas tun? Muss ich das einfach als Hack, muss ich das nicht einweichen? 50 Gramm Veggie-Hack mit kochendem Wasser, 2 Minuten quellen lassen, Gemüsebrühe, Absieb, abtropfen lassen. Ja, das klingt sehr einfach. Wird ausprobiert. Bin sehr gespannt, habe die Marke noch nie gesehen. Bin dementsprechend sehr neugierig. Dann haben wir hier eine Madras Currypaste. Oh, Stärke 2. Also das ruft förmlich, Steffi. Ach, hier ist so viel zu essen drin. Madras-Paste mit Curry. Dann haben wir ein Rezept. Was machen die hier so ein bisschen dazu? Hähnchenfleisch, ja, das braucht man ja nicht. Dosentomaten, Wasser, Kokosmilch. Ja, also das klingt auf jeden Fall gut. Also da bin ich dabei. Auch das bleibt einfach mal hier. Also vielen Dank an den Essensspender. Ich habe da mal für 2-3 Tage was zu essen. Ja, dann haben wir so Krüger-Kaffee. Die sind in der Regel nicht vegan, daher dürfen sie weiter. Und einiges an Tee. Das schaue ich mir aber einfach in Ruhe an und tausche da gegebenenfalls ein bisschen was aus. Und jetzt ist der Beutel bis jetzt eigentlich ganz gut leer. Vielleicht kann ich den Karton dann umswitchen. Ich muss mal schauen. Mal gucken, wo das hier so hinführt. Was haben wir hier? Oh, es geht weiter mit Tee. Also Leute, hier, was denn da los? Hier so viel Tee. Grüner Tee Sencha und der ist auch vom Rossmann. Und also man kann jetzt echt sagen, also dass ich total verrückt bin und dass es großer Zufall ist, aber ich habe letztens die letzte Tasse meines Sencha-Tees getrunken. Und ich habe ihn tatsächlich auf dem Rossmann-Einkaufszettel stehen, dass ich wieder einen grünen Tee mitnehme. Naja, ich würde sagen, das kann ich von der Einkaufsliste streichen. Also ich trinke wirklich gerne und viel grünen Tee. Und ich finde den Sencha von Rossmann, ich finde den sehr mild, sehr zart. Und ich finde, der hat eine wunderbar fruchtig-blumige Note. Also den kann ich wirklich sehr empfehlen. Dementsprechend wirklich vielen Dank für diese wahnsinnige Essens- und Getränkelieferung. Das finde ich wirklich mehr als großartig. Hier ist der Clipser noch zum Buch. Das habe ich, glaube ich, oben hingelegt. Dann haben wir ein 1000er Puzzle. Ja, also ich habe hier, glaube ich, 2 Puzzle stehen. 1000er. Ich bin ja gerade eher auf den Geschmack gekommen von diesem kleineren Puzzle.
Aber darf im Grunde weiterziehen. Ist jetzt auch nicht so ein Motiv, was ich mir dann vielleicht hinhängen würde oder wie auch immer. Und kommen dann schon die Bücher? Nee, wahrscheinlich noch nicht. Da ist noch eine andere Box. Das wird hier ein bisschen unübersichtlich. Was bist du? Bist du auch ein Buch? Du bist auch ein Buch. Ich glaube, hier könnten dann ja die Düfte drin sein. Richtig. Was haben wir hier? Ein Duft, der zurückkam. Ich weiß gar nicht, ist sonst noch irgendwie einer der Düfte von mir gewesen? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ah, der kam auch zurück. Ist ja aber gar... Oh, hier riecht es aber sehr lavendelig. Ui. Das könnte der hier sein. Bulsius Aromatic. Habe ich auch noch nie gesehen. French Lavendel. Also hat man auch so diese Stückchen, die man... Ich glaube, ich muss da gar nicht dran riechen. Ich bin überhaupt kein Lavendel-Fan. Zuckt sich alles wieder. Nein, das ist nichts für mich. Bring back my bar. Bio Rio Beach. Oh, wie schön. Ja, der ist schön. Ja, da freue ich mich. Also das geht wirklich so Sommer, Kokosnuss, vielleicht so ein Hauch. Spritzige Ananas, das ist auf jeden Fall ein Duft für mich. Und der darf da bleiben, das finde ich richtig cool. Dann haben wir Rise and Sunshine. Also, ich muss ehrlich sagen, der riecht irgendwie, ich weiß nicht, was es ist. Es ist ein, also, und er riecht gefühlt jedes Mal, wenn ich rangehe, anders. Also es ist was sehr Zitrisches. Aber nicht Klosteinmäßig, ich finde ihn gar nicht schlecht. Umso öfter ich dran rieche. Aber ich glaube, ich wüsste keinen Raum. Also ich würde ihn nicht in der Küche wollen, nicht im Wohnzimmer. Vielleicht spritzelig im Büro, also im Homeoffice-Büro. Aber nee, ich glaube, er könnte mir zu spritzig sein. Und dann Forest Wildflowers. Finde ich spannend. Würde überhaupt nicht sagen. Also er hat schon was Blumiges. Hat was Holz. Ich finde ihn gar nicht schlecht, aber er hat so was Seifiges im Hintergrund, was gar nicht passt. Nee, also dieses Seifige, Parfümige, nee. Aber so der erste Hauch war tatsächlich gar nicht so schlecht. Und dann Ava and May Santa Monica. Ich finde ihn gar nicht verkehrt. Ich finde es auch so süßes Glas. Also ich habe ja keine echten Kerzen mehr an. Ich glaube, ich überlege mal. Ich weiß nicht, wie die Duftabgabe bei Ava und May ist, aber ich würde da mal, glaube ich, drüber nachdenken. Das war's. Überhaupt jetzt den Deckel? Unten drunter. Steffi, unten drunter ist der Deckel. Ja, das waren jetzt wohl die Düfte. Jetzt muss ich hier mal ein bisschen Platz schaffen. Dann kommt noch eine Box. Was könnte sich da befinden? Love is in the air. Ja, sehr schön. Ah, und jetzt kommen wir zu den Beauty-Sachen. Puh, okay. Da kam meine Mascara zurück, was aber gar nicht schlimm ist. Ich bin schon überfordert beim Reinschauen. Uriage Eau Thermale, ein Lippenbalm. Ich bin froh, dass ich nicht lippenbalmsüchtig bin, dementsprechend fange ich damit nicht an. Ein Lipstick Barbara, ja, bin ich so der Lippenstiftträger. Alverde Haarspitzenbalsam, hat sich jetzt bei den kurzen Haaren erledigt. Oder kürzeren Haaren. Sleep Repair Nutrition Mask von Mott Maski. Habe ich noch nie gesehen oder gehört. Ich bin mir jetzt auch gar nicht sicher, für was ist es denn eine Maske? Ist das für Haare? Repair Hydration Smoothing. Keine Ahnung. Und dann eine Tour Mask von Dr. Botanicals. Sagt mir auch überhaupt nichts, die Marke. Daher eher nichts für mich. Ah, okay, dann kam mein Larif-Duft zurück, was auch nicht schlimm ist. Und der zweite Larif-Duft kam auch zurück, ist aber auch nicht schlimm. Dann auch das Haaröl-Elixier kam zurück, was ich ja schon in Anbetracht dessen, dass ich es wahrscheinlich nicht mehr verwende, weitergegeben hatte. Dann ein Shampoo-Langhaar-Mädchen. Also ich finde, Shampoo kann man ja per se immer gebrauchen, auch mit kürzeren Haaren. Auch wenn das jetzt hier heißt Lovey Lang, das ist ja egal. Aber ich finde Langhaar-Mädchen tatsächlich gar nicht schlecht. Ich glaube, die sind in der Regel tatsächlich auch vegan, wenn ich mich recht erinnere, und tierversuchsfrei. Ich glaube, so war das tatsächlich. Unrecycelte Flaschen. Richtig, man müsste hier nochmal lesen, ob das
Genau, also auf jeden Fall auch vegan, keine Silikone und auch keine Tierversuche, wenn mich richtig. Ich glaube, da denke ich mal drüber nach. Also ich habe natürlich genug Shampoos zu Hause. Es ist überhaupt nicht, dass ich es brauchen würde, aber Langhaarmädchen finde ich tatsächlich immer sehr schön. Und das gucke ich mir mal an. Was haben wir hier noch? Ich wollte gerade sagen, Whisky. Geht es jetzt hier mit Alkohol weiter? Wizard Pharmacy, Little Winter Blizzard und Christmas Sparkles. Und ist das einfach nur Deko? Also stellt man sich das ins Glas? Also ins Regal? Okay. Nein, also ich ja, versuche ja so wenig Deko. Nein, nein, das habe ich jetzt nicht angefangen, diesen Satz. So wenig Deko wie möglich. Nein, guckt hinter mich. Ihr wisst, das wäre total untertrieben, aber nein, das ist definitiv nichts für mich. Aber ich glaube, wenn wir hier einen Karton einsparen könnten, dann wäre der Karton vielleicht am Ende tatsächlich auch ein bisschen kleiner. Von daher da nichts weiter für mich. Und jetzt kommen wir, glaube ich, tatsächlich zu den Büchern, wenn ich das richtig sehe, die auch alle schön eingepackt sind. Köln-Thriller. Okay. Okay, jetzt finde ich Köln per se nicht ganz so schön von Axel Rosenbaum. Auf der Mauer, auf der Lauer und ach, wie gut, dass jeder weiß. Also, es ist natürlich ein Kinderlied und ach, wie gut, dass niemand weiß. Ist das Rumpelstilzchen? Ich glaube schon. Ein Wettlauf gegen. Also, ja, also nichts gegen den guten Thriller, wobei zurzeit bei mir die Thriller ja nicht so funktionieren. Aber auch jetzt, glaube ich, kein Thriller, der aus Köln ist. Weiß nur gerade gar nicht, wohin mit den Sachen. Ah, dann kam Ginland zurück. War, glaube ich, ein Büchlein von mir, richtig? Ups. Dann haben wir hier, oh, schönes Cover, Island-Krimi. Krimi bin ich raus, auch wenn ich das ein sehr atmosphärisches Cover finde. Das muss ich ehrlich sagen. Gefällt mir richtig gut. Aber das ändert nichts an den Krimi. Oh, Kryptos steht bei mir im Highlight-Regal von Ursula Ponsdanski. Das ist bestimmt von Anka, würde ich vermuten, weil die das, glaube ich, jetzt auch gehört hat und das richtig toll fand. Und ich mochte diesen Ponsdanski richtig, richtig gerne. Und das war für mich wirklich, oh, sogar mit Unterschrift, also Signatur. Ich fand das so ein tolles Buch. Ich weiß gar nicht, ob ich das gehört hatte. Und dann habe ich von Jenny, glaube ich, das echte Buch zugeschickt bekommen. Ich fand das richtig toll. Das steht auch hier unten. Richtig toll. Also da ging es ja so ein bisschen um dieses, wir entwickeln Welten, die wir über die virtuelle Brille dann einsehen können. Ich fand das großartig. Das hat mir so, so gut gefallen. Also hätte ich es nicht schon hier, würde ich es wahrscheinlich tatsächlich behalten. Also muss ich ehrlich gestehen. So, dann geht es weiter. Alaoui, Bissle, Spätzle, Habibi. Das habe ich bei irgendwem erst gesehen. War es vielleicht sogar jemand aus der Runde? Oh Gott. Habibi, es ist ein Schwabe. Ja, Habibi ist ja arabisch für Schatz. Und wir haben hier eine marokkanische Familie. Und Amaya ist 30, Single. Und das findet ihre Familie nicht so gut. Und dann geht sie auf ein Date mit Ismail. Doch es ist sein bester Freund Daniel, der das Herz höher schlagen lässt. Er ist aber Atheist. Das ist, glaube ich, nicht so gut. Ja, richtig. Sorgt für Sodbrennen bei den Eltern. Und dann ist er auch noch Schwabe. Also es könnte echt lustig sein. Und ich habe es auch irgendwo. Irgendwo hat das doch jemand erst erzählt, wie lustig das war. Also ich würde ja hoffen, dass man da so ein bisschen mit den Vorurteilen aufräumt. Ich glaube, ich mache mein vielleicht. Ich glaube, ich mache mein vielleicht. Da haben wir die Lesezeichen. Dann haben wir Hörbücher in CD-Form, was bei mir immer ein bisschen schwierig ist, weil ich kein CD-Fach mehr hätte. Und ja, man könnte sich eine externe CD-Fach natürlich zum PC dazu kaufen. Wobei das sieht richtig schön aus. Von Kira Gembry, Ruby Farigail, Der Ruf der Fabelwesen. Finde ich richtig schön optisch. Max Rode, Die Blutschule. Der erste Fitzek, den ich wirklich widerlich fand. Das. Ja, also hinter Max Rode steckt ja Fitzek und Max Rode ist ein Autor in einem Buch von Fitzek. Bin mir gerade gar nicht mehr sicher, wie das Buch ursprünglich hieß. Und hier ist etwas mit Tieren passiert, was für mich einfach überhaupt nicht ging. Mary Higgins Clark, Mein ist die Stunde der Nacht. Puh, noch nie gehört, noch nie gesehen. Und Natascha Nguyen, Alba und Seven. Auch noch nie gehört. Aber ja, wie gesagt, CDs leider nicht so was für mich. Und dann haben wir, Mr. President, Macht ist sexy. Ach, das ruft förmlich nach einem Buch für mich von Katie Evans. Wobei,
Wobei ich muss ja zugeben, hin und wieder finde ich es ja so ein bisschen spicy gar nicht schlecht, gerade im Sommer. Noch nie war Macht so sexy. Wobei, umwerfend sexy und wunderbar poetisch, hat mich von der ersten Seite an nicht mehr losgelassen. Sie kommt ins Wahlkampfteam von Matthew Hamilton und dann kommt sie ins Wanken. Nein, sie kommt nicht ins Wachsen. Denn es ist nicht nur skrupellos und berechnend, sondern er könnte als Präsident der USA auch tatsächlich etwas bewegen. Nein, also nein, bei aller Liebe und Freundschaft und ich vielleicht sogar, nein, macht es in der Regel nicht sehr sexy. Also von daher, ja, leider auch nicht für mich. Ja, der Karton ist leer. Es steht allerhand auf meiner vielleicht und mitnehme Liste. Und ich finde das gar nicht schlecht. Ich gehe jetzt mal in mich, gucke auch mal in die Lesezeichen und die Teebox. Und dann muss der Karton auf jeden Fall ausgewechselt werden. Und dann zeige ich euch a few minutes later, wie man so schön sagt, auf jeden Fall, was ich ja, mir hier rausgenommen habe, was ich auch dafür wieder einpacke. Und ja, ich bin sehr happy über das viele Essen und die Tees, die jetzt so bei mir bleiben. Also die bleiben ja auf jeden Fall da. Von daher, ich werde nicht verhungern und verdursten die nächsten Tage. Das ist doch schon mal gar nicht schlecht. Ja, das hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. So, einige Monde später habe ich ein bisschen Tee ausgewechselt. Also ich habe ein paar meiner Tees mit rein, habe zwei, drei neue zum Probieren raus und glaube, dass das jetzt auch wieder eine schöne Mischung hat. Ansonsten nehme ich mir tatsächlich die ganzen Tees raus. Das heißt einmal den Magic Biscuit, den Tea of Tree und den Sencha. Und ich habe ihn auch direkt von der Einkaufsliste gelöscht. Ja, was soll ich sagen? Ja, auch das Essen bleibt bei mir. Sowohl der Tartex-Aufstrich als das vegane Hack. Ich habe das sehr ungünstig hingelegt. Und auch das Curry bleibt hier. Da freue ich mich sehr, weil ich mag Curry super, super gerne. Einfach Gemüse rein und ein bisschen Reis oder auch mal was mit Nudeln anbraten. Ach, sehr lecker. Dann bleibt das Notizbuch bei mir. Und auch der eine Sensi-Duft bleibt da. Plus die kleine Duftkerze von Ava & Me. Ich glaube, das ja, ist mal ganz gut, um das auszuprobieren. Und auch das Buch Bissle Spätzle Habibi bleibt da, weil ich glaube, es kann wirklich sehr unterhaltsam sein. Und ja, ich bin sehr gespannt, ob mich das unterhält. Und ich glaube, das war's alles in allem. Ja, so ein paar Sachen habe ich ja nicht behalten. Die Schleckmatte für die Katze fand ich ein bisschen, ach, weiß nicht, ob das meinen Katzen gefällt. Auch der Haarreif. Shampoos habe ich eigentlich auch genug. Und dementsprechend, ja, war es das. Ich habe auch zwei Karten hier rausgenommen und was anderes reingelegt. Und ja, für die Dinge, die ich mir jetzt genommen habe, packe ich ein zwei Bücher. Und zwar Mein Schweinehund auf dem Jakobsweg habe ich, glaube ich, im Februar gelesen. Ja, kann man ein bisschen im Jakobsweg schwelgen. Dann Das Tier meines Lebens von Eka Piepgras war letztes Jahr ein kleines Highlight für mich. Dann ein Notizbuch von, ich weiß gar nicht, ist das irgendeine Marke, ich weiß gar nicht mehr, wo diese Gummibären herkamen. Er ist dotted und einfach mal sowas für zwischendurch. Dann zwei Nagelfolien. Ach, ich merke einfach, ich bin nicht so der Fan und mache das auch viel zu selten. Dementsprechend dürfen die weiter. Wie auch zwei Nagellacke. Einmal Catrice aus der Caviar Gauche Edition, ich glaube letztes Jahr. Und ein blauer von Essence. Ich, wenn blauen Nagellack trage, denke ich immer, oh, ich sehe aus wie ein Alien. Also ich bin. Blaue Nagellacke und ich klappt nicht. Ja, Beauty-mäßig gebe ich noch weiter einen Highlighter von der Galaxy von Reval de Loup von Maxim. Es ist mir viel zu rosé. Also ich habe schon eine sehr rötliche Haut durch die Rosacea und wenn ich dann auch noch so einen Rosé-Blush auftrage, nein, Blush nicht, Highlighter, das klappt leider nicht so gut. Und ich gebe tatsächlich weiter eine Lidschattenpalette von Natasha Denona. Ich habe die bei Vinted gekauft. Ich komme tatsächlich nicht so damit zurecht. Also ich weiß, es ist High-End und ich glaube, die kleine Palette kostet 30 Euro. Ich weiß nicht. Ich habe die gebraucht bekommen und es war für mich auch vollkommen fein. Ich fand tatsächlich den Goldton, ich glaube, das sieht man auch, dass ich den zwei, dreimal mehr verwendet habe, ganz schön. Aber ja, ich wollte Natasha Denona ausprobieren. Ich komme tatsächlich nicht so damit zurecht.
Ja, dann Düftelig packe ich einen relativ aktuellen Goose Creek Winterduft rein, Slate Ride, der mir leider warm nicht gefallen hat. Dementsprechend darf er hier mit. Ich packe auch noch ein Glas mit ein von, ich glaube mal bei TK Maxx gekauft, ist auf jeden Fall ein Bourbon Pumpkin. Nichts gegen Kürbisdufte, aber diese Mischung mit dem Bourbon, das lässt mich förmlich schaudern. Also es ist leider nicht mein Duft. Ich fand ihn kalt beim Anschnuppern im Laden richtig toll, deswegen habe ich ihn auch mitgenommen. Und ich weiß auch, dass ich ihn die ersten zwei Male gut fand. Ich weiß nicht, ob in meiner Nase irgendwas gekippt ist oder in dem Duft, aber vielleicht findet ihn ja jemand anders toll und möchte ihn ausprobieren. Dann dachte ich so, nachdem ich nichts habe, was ich essenstechnisch weiterschicken könnte, ich packe mal ein bisschen Dekoratives ein. Eine Sonnenbrille. Vielleicht gefällt jemandem das Modell. Ich finde sie an mir leider eher jetzt mit den kurzen Haaren irgendwie nicht mehr so passend. Dementsprechend vielleicht freut sich jemand anders. Und ich würde ein paar silberne Greolen einpacken, die ich mir, ich glaube, letztes Jahr in so einem Zweierset gekauft habe. Nämlich einmal in Rosé und einmal in Silber. Und also sie sind, glaube ich, nicht echt Silber. Das wäre jetzt auch nicht zum Beispiel meine Erwartungshaltung gewesen. Aber ich bin einfach kein Silbermensch. Ich finde das, ja, dementsprechend dürfen die Silbernen weiterziehen. Und dann packe ich etwas ein, das möchte ich gar nicht groß zeigen, sondern vielleicht freuen sich da einfach die Nächstkommenden, wenn sie hier so eine Dose entdecken und da dann einfach mal reinschauen. Und ich glaube, ja, ich glaube, das war sowohl das, was ich mir genommen habe, als auch das, was ich dazugebe. Und es ist tatsächlich eine ganze Menge. Und ich habe auch schon einen neuen Karton ausgemacht und hoffe, dass ich da jetzt alles reinbekomme mit ein bisschen Umschlichten. Aber das sollte jetzt hoffentlich klappen. Und dann ist dieses Paket hoffentlich ein bisschen stabiler unterwegs. Und ich hoffe, ihr hattet jetzt viel Spaß mit dem Unpacking, mit dem Raus- und Reingenommenen und verfolgt dieses Paket super gerne. Na, guckt in die Infobox bei den anderen Mädels vorbei. Da seht ihr natürlich immer wunderbar, wie es weitergeht. Und bei Anka ist ja immer so der End- und Startpunkt der jeweiligen Staffel. Also schaut natürlich auch bei ihr super gerne vorbei. Lasst Grüße da. Und ja, ich bin super happy, dass das Paket bei mir Halt gemacht hat, dass ich jetzt Tee zu Genüge habe und auch Essen. Das ist immer ganz wichtig. Und ja, ich freue mich da richtig drüber. Und ja, danke euch jetzt fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.